Probieren Sie mal! Lecker Takoyaki! So eine private Sportschule ist echt groß. Beeindruckend. Wir waren zwar schon oft in Ihrem Hallenbad, aber den Rest der Schule haben wir noch nie gesehen. Ja, das stimmt. Oh. Mhm. Seht mal da drüben! Das ist Lady Samizuka! Was soll das denn darstellen? Das ist das Maskottchen der Samizuka Akademie. Wir haben ein Maskottchen? Schön. Das ist ganz nach deinem Geschmack, was, Haru? Entschuldigung, ich hätte gerne 3 von Lady Samizuka Sandwiches der Liebe und Freundschaft. Moment mal, Nagisa. Lass das sein. Wenn du jetzt schon so viel isst, hast du keinen Hunger mehr, wenn wir am Stand des Schwimmclubs ankommen. Was für einen Stand hat der Schwimmclub denn eigentlich genau? Keine Ahnung. Rin meinte... Wehe, ihr kommt vorbei. Offenbar war Go letztes Jahr hier und schwer begeistert davon. Es war wie in einem Märchen. Das war alles. Hey, Achtung, aus dem Weg. Aua. Hey, ist alles in Ordnung bei dir? Vielen Dank, mir ist nichts passiert. Oh. Harolein wirkt wie ein richtiger Prinz. Was für ein anmutiges Mädchen. Moment mal, was macht denn ein Mädchen an einer reinen Jungschule? Aichiro? Ach so, ihr seid das. Hallo, schön, dass ihr da seid. Freut uns, dich zu sehen. Aichilein, du siehst ja süß aus. Überall Schleifen und Rüschen. Hör auf, damit das kitzelt. Nagisa, benimm dich. Ist diese Verkleidung für den Stand des Schwimmclubs? Ganz genau. Das Café gehört seit Jahren zur Tradition. Das Mates aus der Hölle Café. Bedeutet das, Rin ist auch eine Maid? Willkommen im Mates aus der Hölle Café. Vielen Dank. Oh, endlich sind mal jede Menge hübsche Mädels in der Schule. Aber in dem Aufzug bin ich die totale Lachnummer. Hey Momo, jammer hier nicht rum und mach dich gefälligst nützlich, klar? Na? Was, ihr? Wir wollten dich besuchen. Ich hab euch doch gebeten, nicht zu kommen. Was soll das? Ich bin enttäuscht. Du bist ein Butler. Aber Momolein ist eine Maid. Du darfst mich auf keinen Fall so sehen. Und meine armen Augen! Ist mir egal, ob das eine Tradition ist. Dass nur die 12-Klässler Butler sein dürfen, ist gemein und unfair. Frechheit! Also bedeutet das, Rin war letztes Jahr auch eine... Ich weiß genau, woran ihr gerade denkt. Naja, ich hab bald Pause, also setzt euch und wartet so lange. Aichi. Jawohl. Herzlich willkommen zu Hause, meine verehrten Herren. Herzlich willkommen zu Hause, meine verehrten Herren. Hey, Sosuke, noch ein Reisomelette, bitte. Alles klar. Sind die Jungs von der Iwatobi da? Ja, Mann, ey. Ich hab ihnen gesagt, sie sollen nicht kommen. Und trotzdem wirst du ihnen die Schule zeigen, nicht wahr? Ja, stimmt. Willst du nicht auch mitkommen? Okay. Hey, Rin. Hier, probier mal. Mm, perfekt. Bitte sehr. Vielen lieben Dank. Wo ist Go eigentlich? Geht schon mal vor, Jungs. Mir ist was dazwischen gekommen. Bis später.
ein Glück! Hätte sie mich in diesem Aufzug gesehen, würde ich mich in Grund und Boden schämen. Aber warum trägst du denn ausgerechnet eine Badehose unter deinem Rock? Das beruhigt mich eben. Was denn sonst? Weil man sofort schwimmen gehen kann, natürlich. Ist doch klar. Haruka, wenigstens einer versteht mich. Hey, tut mir leid, dass ihr warten musstet. Aha, hallo Solein. Solein? Spinnst du? Momo, Aichi, ihr könnt auch Pause machen. Echt jetzt? Komm, Aichiro, gehen wir zum Hirschkäfer-Café. Hey, na los, Beeilung, Hirschkäfer! Dann lasst uns auch mal gehen. Kapitän Seijuro hat gesagt, er wirft mich sonst aus dem Club. Das ist ja gemein. Na, schmeckt's dir? Hier, probier doch mal. Ah, oh, das sieht ja lecker aus. Das sind die berühmten Haifischflossen Manju der Samizuka. Warum ist da ein Fragezeichen? Ich hätte gerne einen. Bitte schön für dich, Solein. Nein, danke. Oh. Das ist einfach zu wenig, um es zu teilen. Oh. Na, dann nehme ich noch mal 10 Stück. Hey! Gegen unseren Nagisa kommst doch du nicht an, was, Sosuke? Mann, der macht einfach, was ihm in den Kram passt, nicht wahr? Hast recht. Ich kenne ihn gar nicht anders typisch. Stimmt ja, das hätte ich fast vergessen, Ray. Die habe ich Sosuke auch noch nicht vorgestellt. Bisher nicht, aber die anderen haben mir viel von ihm erzählt. In der Mittelstufe ist er bei einem Turnier gegen Haruka angetreten, nicht wahr? Ja. Richtig. Wisst ihr was? Da fällt mir gerade auf, dass ihr zwei euch ziemlich ähnelt. Ihr seid beide schweigsam. Ja, fast wie Brüder. Hey, Rin, sag das nicht! Oh ja, das sieht lustig aus. Lasst uns mitmachen. Guckt mal da drüben. Eine Wasserschlacht? Kann man da Makrelen gewinnen? Nein, kann man nicht! Was denn, eine Wasserschlacht? Warum nicht? Probieren wir's. Du machst auch mit, oder? Was, ihr spielt alle mit? Na, dann bin ich auch dabei. Die Samizuka gegen die Iwatobi. Das wird ein ganz schön schicksalhafter Kampf, was? Aber wäre es denn nicht noch viel lustiger, wenn wir die Teams ordentlich durchmischen? Was meinst du, Raylein? Ja, in der Tat. Also lassen wir das Los entscheiden. Das wird lustig. Jawoll! Bin ich nervös? Ein Kinderspiel. Ich bin bereit. Yeah! Ah, ich bin bei dir, Ray. Guck mal, Aichiro, wir kämpfen gegeneinander. Team Blue gegen Team Red. Dann will ich euch mal die Regeln erklären. Ihr könnt euch überall auf dem Gelände der Samizuka Akademie bewegen. Wer getroffen wurde und nasse Klamotten hat, ist raus. Derjenige muss die Kampffront sofort verlassen. Wir haben genau eine Stunde Zeit. Es gewinnt das Team, von dem am Ende die meisten Leute übrig sind. Ihr dürft getrennt agieren, könnt aber natürlich auch im Team kämpfen. Die Strategie steht euch frei. Das Spiel beginnt in 5 Minuten. Are you ready? Also strategisch gesehen ist es am besten, sich in Angriff und Verteidigung aufzuteilen. Aber wenn ich an das Zeitlimit denke, dann sollten wir... Je eher wir zuschlagen, umso besser. Ich hab mir gleich gedacht, dass du das verstehst, Rin. Irgendwie bin ich jetzt furchtbar nervös. Ich auch. Aber in erster Linie geht es dabei nur um den Spaß. Geben wir alles, Aichiro. Ja, zusammen kriegen wir das sicher hin, Makoto. Es ist an der Zeit. Los geht's, Leute! Ja! Und wie genau sieht unsere Strategie aus, Harolein? Wir sollten uns aufteilen und unabhängig voneinander kämpfen. So wird es mit dem Gewinn ganz sicher nichts. Jetzt denk doch mal richtig nach. Hast du etwa eine bessere Idee? Klar, aber dann musst du auch tun, was ich dir sage. Schluss damit, ihr beiden. Wir sollten uns gegenseitig unterstützen, oder nicht? Ist doch nur ein Spiel. Reicht's denn nicht, wenn wir einfach drauf losballern? Außerdem sollten wir langsam los, sonst... Runter! Sieh an, du bist also tatsächlich hier, Sosuke. Ich habe deine Vorgehensweise natürlich vollkommen durchschaut. Ihr entkommt uns nicht. Achtung, ich krieg das nicht hin. Aichi, lass das. Jetzt. Stehen bleiben! Mist, sie sind entwischt.
Keine Sorge. Überlass das hier uns und kümmere dich um Haruka. Na, das kann ja was werden. Gut, ich verlasse mich auf euch. Kacke. Ich muss mich irgendwie aus dem Staub machen. Ah, da ist ja ein riesiger Hirschkäfer im Busch. Zeig dich, Momo. Als ob ich darauf reinfallen würde, Aichiro. Weißt du, Hirschkäfer sind nachtaktiv. Um diese Uhrzeit würden sie sich nie zeigen. Tja, Pech gehabt. Echt? Hua. Gut gemacht, Momolein. Danke, auf mich kann man sich eben verlassen. Yay! Sieht ganz so aus, als wäre ich nun an der Reihe. Überlass das mir. Das ist ganz klar ein Fall für den Agenten Rei Ryugasaki. Was, ein Agent? Achtung, sei vorsichtig. Also, Momotaro Mikoshiba, alle Daten über dich habe ich in meinem Kopf eingespeichert und das Profiling ist endlich abgeschlossen. Wenn du die Waffe wegwirfst, aus deinem Versteck kommst und dich geschlagen gibst, dann schenke ich dir diese Fotos von Go. Also, wie sieht es aus? Ich habe diese und jene Fotos von Go. Mann, sind die vielleicht süß. Momo würde nie auf so eine offensichtliche Falle... Ja, damit! Er ist drauf reingefallen! Schalt doch mal dein Hirn ein. Wie sollte Raylan denn an solche Fotos gekommen sein? Sehr gut aufgepasst, Nagisa. In dem Fall... Ziehen wir uns erstmal zurück, Momolein. Roger! Wir haben sie aus den Augen verloren. Ich finde, wir sollten uns hier aufteilen. Mhm. Haru und Sosuke haben sich mit Sicherheit auch in verschiedene Richtungen bewegt. Stimmt, ob Sosuke wohl klarkommt? Hä? Naja, er hat einen furchtbar schlechten Orientierungssinn. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Oh, hab dich gefunden, ja? Sosuke! Kisumi? Ich hab dich schon überall gesucht. Aber was machst du denn überhaupt hier? Na, ich wollte Rin und dich gerne mal wiedersehen. Darum besuche ich euer Kulturfest. Hm. Huh? Was ist denn los? Du schaust so grimmig. Hm? Ach, vergiss es einfach. Lass uns doch... Halt die Klappe, Mann. Tut mir leid, aber ich werde gewinnen, Sosuke. Ich muss schon zugeben, du hast es echt drauf, Makoto. Was? Makoto ist auch da? Mann, du sollst da still sein. Um ehrlich zu sein, bilde ich mir auf meine Schießkünste ein wenig was ein. Ein wenig. Aha. Das ist dein Ende! Ja. Kisumi? Was soll denn das? Sosuke, das ist deine Schuld! Ich würde sagen, damit sind wir quitt. Verdammt, wo ist dieser Kerl nur hin? Wart's nur ab, Haru, ich... Mensch, was ist denn hier los? Sind Wasserpistolen etwa wieder in? Hallöchen, Rin. Was eine Überraschung. Lang nicht gesehen. Geht's dir gut? Kennst mich doch. Aber was ist denn passiert? Du bist ja klatschnass. Die Geschichte muss ich dir erzählen. Sosuke ist echt fies. Er hat mich einfach gepackt und als Schild benutzt. Da ist er ja! Tut mir leid. Hab mein Ziel verfehlt. Hey, das war doch bestimmt mit Absicht! Muss los. Wir sehen uns später. Mein auf der Stolperfallen-Theorie basierender Trick ist perfekt. Genau, immer weiter geradeaus. Voll erwischt. Das gibt's nicht. Da hast du dich versteckt. Keine Bewegung. Wenn du unvorsichtig bist, verfängst du dich in deiner eigenen Falle. Das wäre doch blöd, Ray. Ich hätte nicht gedacht, dass du meine perfekte Stolperfalle durchschaust. Ich bin beeindruckt, Sosuke. Naja, Go war so lieb und hat mir erzählt, dass du ein Theoriefreak bist. Da konnte ich mir das schon denken. Position des Ziels 45 Grad hinter mir. Wenn ich meine Position um 40 Zentimeter ändere und hervorspringe, müsste mein Ziel zurückweichen und mit dem linken Bein eine Falle auslösen. Jetzt. Schachmatt! Ich hab dich gefunden, Momo. Diesmal erwische ich dich. Ah, Hallöchen, Go! Hallo, Kintaro. Nein. Momotaro. Oh. Was hast du denn? Go, du... Du hast mich zum ersten Mal beim Namen genannt. Jetzt! Ah. Aber was? Ich hab's vergeigt. Aber das könnte meine Chance sein. Bitte entschuldige, Go. Solange ihm das Blut zu Kopf steigt... Geschafft! Oh, entschuldige. Aichi, was fällt dir ein, Go abzuschießen?
Zieh die über. Ich danke dir, Sosuke. Gern. Ach, nur Lady Samezuka. Von wegen. Mit so einer Verkleidung täuschst du mich nicht, Nagisa. Stehen geblieben! Ich bin mir sicher, er ist hier lang. Oh. Also wirklich, du bist aber unvorsichtig, Nagisa. Das ist eine Falle! Oh. Tut mir leid, Raylan. Ray, bitte halte durch! Es tut mir leid, Rin, ich habe versagt. Bitte kämpfe ohne mich weiter. Ray, du darfst nicht sprechen! Den Rest überlasse ich dir. Ray! Unverzeihlich! Du hast es echt gewagt, Ray hinters Licht zu führen! Das wirst du bereuen! Dafür werde ich sorgen! Ich habe kein Wasser mehr. Ich habe verloren. Komm raus. Darauf falle ich bestimmt nicht rein. Du versteckst noch eine hinterm Rücken. Hätte ich mir ja denken können. Bei dir funktioniert so ein Trick eben nicht, was? Ich weiß halt ziemlich genau, wie du tickst. Dafür kennen wir uns schon zu lange. So einfach entkommst du mir aber nicht. Haru. Nur zu. Worauf wartest du noch, Makoto? Hey, Kumpel! Hier drüben sind wir! Hallo, was macht ihr denn hier? Sagt bloß, euch hat es auch schon erwischt. Guck dir lieber mal die beiden an. Sie stehen da schon die ganze Zeit, ohne sich einen Millimeter zu bewegen. Was für eine Spannung. Sie können sich nicht bewegen, weil sie ganz genau wissen, was der andere denkt. Wahnsinn. Aber lange werden sie das nicht mehr durchhalten. Wer wird sein Limit zuerst erreicht haben? Jetzt! Was war das denn plötzlich? Entschuldige, Marcolein. Nagisa hat die Situation einfach hinterrücks ausgenutzt. Gut gemacht, Nagisa. Jetzt ist nur noch Rin übrig. Ja, wenn wir ihn zu dritt umzingeln, wird das ein Kinderspiel. Das ist ja die Stolperfalle, die ich vorhin aufgestellt habe. Tja, das lief alles genau nach Plan. Ja, aber nicht. Das war doch nur Zufall. Sieht so aus, als wäre das Spiel vorbei, Sosuke. Sosuke, nimm die hier! Du hast mich gerettet. Jetzt stehe ich in deiner Schuld. Du kannst mir später noch danken. Da sind sie! Was nun? Sie kämpfen Rücken an Rücken! Und von unserem Team ist nur noch Rin übrig! Haruka aus dem Weg! Oh nein, Sosuke. Damit habe ich meine Schuld beglichen, nicht wahr? Sehr schön. Nun wird das ein Zweikampf zwischen dir und mir. Bist du bereit, Haru? Na, wer von uns wird zuerst schießen? Für den, der nicht trifft, ist es das Ende. Das ist der alles entscheidende Kampf. Wer wird wohl gewinnen? Haru hat nicht mal versucht, dem Wasser auszuweichen.
Seht mal, wie zufrieden er lächelt. Genießt das gefälligst nicht! Wir haben gewonnen! Hurra! Fühlt sich für mich nicht wie ein Sieg an. Das hat einen Mordspaß gemacht. Finde ich auch. Das müssen wir wiederholen. Genau. Und zwar nächstes Jahr beim Iwatobi-Fest. Ja, gute Idee. Dann müsst ihr auch unbedingt vorbeikommen. Auf jeden Fall. Ich komme auch. Dann müssen wir wohl auch hin. Was meinst du, Sosuke? Klar, warum nicht? Ehrlich gesagt, wollte ich mich schon lange mal mit Solein unterhalten. Ich wusste nur nicht, wie ich das anstellen soll. Geht mir auch so. Ich wollte mich gerne mit dir über das Schmetterlingsschwimmen unterhalten. Kannst du doch. Musst mich nur drauf ansprechen. Sosuke ist das Paradebeispiel für harte Schale, weicher Kern. Er guckt immer so böse, aber er ist total lieb. Ach, so ist das also. Worüber redet ihr da? Oh, ach ja, und wisst ihr was? Harulein und Makulein sind... Nagisa! Ich hab doch noch gar nichts gesagt. Ich ahne nichts Gutes. Spuck's aus, Nagisa. Rin! Also, wir verabschieden uns dann. Ja, kommt gut nach Hause. Bye, Nagisa. Mach's gut, Kumpel. Auf Wiedersehen, Leute. Hey. Tschüss, das war lustig. Schönen Abend noch. Bis bald, Sosuke. Bis dann. Wir sehen uns, Haru. Give up.